Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Seelebox von Mero. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Seele von Mero, das Ganze am 4. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Mero. Als erstes werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien und uns dann im Detail ansehen. So, wie gesagt, die Box am 4. Dezember erschienen, kam da leider nicht an am Freitag. Wir haben mittlerweile Montag, aber jetzt ist sie endlich da. Besser spät als nie. Und heute zeige ich euch das. Also, wir haben hier die Box. Klassisches Boxformat, so eine reguläre Klappbox. Auf der Oberseite haben wir einmal das Boxcover hier, Mero im blauen Spotlight. Dann lesen wir hier Mero, darunter den Albumtitel Seele. Auf den Seiten in schwarz und auf der linken Seite auch wieder Mero Seele und ein Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der Rückseite komplett ident. Also das Cover hier nochmal. Und hier unten haben wir dann noch die Beteiligten. Das Ganze erschienen über Groove Attack Tracks. Und rechts gibt es dann auch noch einen Barcode. Okay. So, wie gesagt, eine Klappbox. Wir schauen mal rein. Hier geht das Ganze auf. Und hier kommt uns der Boxinhalt entgegen. Wir haben einmal ein Trikot. Dann eine Maske. Mit Aufdruck. Okay. Dann das Album an sich, Seele, im Jewel Case. 1, 2, 3 Sticker. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Und dann haben wir hier auch noch 1, 2 Poster. Okay. Von innen die Box in weiß. Und dann schauen wir mal die einzelnen Inhalte an, die hier noch in Folie sind. Nämlich einmal hier das Trikot und einmal die CD. Der Rest geht derweil noch zur Seite. So, wo wird das Ganze auf? Ich habe hier keine Öffnung finden können. Deswegen, ah doch, hier oben. So, einmal. Und das Album. Dafür nehmen wir wieder das Messer. Wunderbar. So, dann kann es auch schon losgehen. Wie gesagt, es ist das dritte Album von Mero, Albumtitel Seele. Wir haben den jungen Mann hier in einem Cabrio und das ganze Auto hier voller Anhänger, voller Augen in diesem Fall. Mero Seele, Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der Seite auch beschriftet. Und auf der Rückseite, Moment. So, haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 15 an der Zahl. Features sind 3 mit dabei, Soolking, Nemo und Elif. Und ansonsten hier eine kleine Anzahl von Menschen hier um Mero versammelt. Alle hier mit Mundschutz oder Mund-Nasenschutz. So, von innen sieht das Ganze so aus. Wir starten wie immer mit dem Booklet. Das ist das hier. Die Tracklist mit den Infos, wer produziert hat, die haben wir hier. Fotos, weitere Fotos, weitere Tracks. Was wird hier gebracht? Der Wodka wird eingeschenkt mit weißen Handschuhen. Weitere Tracks. Ja, also recht minimal gehaltenes Booklet. Credits kann ich jetzt hier keine sehen. Aber zumindest die Infos zu den Tracks, also wer produziert hat und so, ist hier mit dabei. Die CD sieht so aus, Mero Seele und hier nochmal das Bild aus dem Cabrio. So viel zum Album. Als nächstes haben wir hier Poster mit dabei und zwar Poster Nummer 1. Das ist dieses hier, Mero in Schwarz-Weiß, also mit weißem Shirt hier auf einem, ja, sieht nach Ledersessel aus,
entspannte Pose, einseitig bedruckt im Querformat. Und wir haben auch noch ein zweites Poster mit dabei. Und das ist auch wieder einseitig bedruckt. Und zwar haben wir hier auch wieder in Schwarz-Weiß, falsch rum, so rum. Also auch hier wieder im Querformat. Mero hier vor einem Fenster sitzend. Ist eventuell sogar dasselbe Sessel, auch hier wieder so in Lederoptik gehalten. Also beide Poster im Querformat, beide beinhalten den Künstler sitzend. Und beide sind einseitig bedruckt. Ja, als nächstes haben wir Sticker mit dabei. Drei Stück sind es geworden. Einmal dieser hier. Wie sieht das aus? Ja, wie so eine, eventuell wie so eine Schlange zum Anstehen oder so. Also wir haben hier so Absperrungen und Leute in feinen Anzügen oder Abendkleidern. In schwarz-weiß quadratisch. Dann einmal das hier. Auch wieder quadratisch. Mero hier in der Mitte und rund um ihn diverse Personen angeordnet. Und es sieht von der Optik aus wie eben dieses Auge, dieser Talisman. Moment, genau hier. Also in der Mitte so hellblau, dann weiß und dann dunkelblau. So nach dem Farbschema hier die Personen angeordnet. Und ein dritter Sticker, kreisförmig. Mero hier in diesem Cabrio, in diesem Fall in diesem Porsche. Also drei Sticker, zwei quadratisch und einer kreisförmig. Als nächstes haben wir eine Autogrammkarte. Mero hier am Hafen. So wurde das hier unterschrieben mit schwarzem Stift im Hochformat. Rückseite weiß. Eine Maske ist ebenfalls mit dabei. Passend zur jetzigen Zeit. Das Ganze hier in schwarz, also eine Stoffmaske. Und hier lesen wir Leandro Lopez und Mero, also scheinbar eine Kooperation. 100% Baumwolle. Und wir haben hier das Ganze mit so Bändern, mit solchen Schnürbändern. Also das kann man dann individuell der Größe nach festbinden, einen Knoten machen. Und somit passt das dann auf jedes Gesicht und jede Größe, diese Maske. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch mit dabei ein Trikot. Sieht so ein bisschen nach, ja, nach Basketball-Trikot aus für mich. Und zwar lesen wir hier wieder Seele, dann die 428 darunter. Ansonsten hier alles in so einer weißen Mesh-Optik, in so einer Netzoptik. Dann haben wir hier noch mit eingenäht QDH, Mero. Das Ganze ist in Größe M. Größe konnte man meines Wissens nicht auswählen, also es waren alle Unisize eben M. Groovetech Tracks, nochmals Größe M. Und auf der Rückseite ist das Ganze auch nochmal beschriftet bzw. genäht. QDH ist hier eingenäht, Mero und 428. Ja, unten an den Enden auch nochmal hier so etwas offen, dass man hier etwas auslüften kann. Und dann hier dunkelblau, weiß, hellblau, das Farbschema, das wir schon kennen. So sieht das aus. Gut, wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht, speziell auch in Kombination mit dieser Maske hier. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Trikot in diesem Netzstoff auf der Brust, vorderseitig dann hier Seele und 428. Unten auf der linken Seite dann auch nochmal dieser Hinweis hier aufgenäht mit Größe M. Und ansonsten hier die Ärmel in dunkelblau, weiß und hellblau entsprechend hier verziert. Und das Ganze dann in Kombination mit der Maske. So sieht das aus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Trikot in Kombination mit dieser Maske hier, mit dem Mund-Nasen-Schutz in schwarz und weiß. Die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat. Die drei Sticker, einmal kreisförmig, zweimal quadratisch. Poster, beide Male einseitig bedruckt im Querformat. Und natürlich das Album an sich, Seele, mit insgesamt 15 Tracks im regulären Jewel Case. Jawohl, das alles in
dieser wunderbaren Box, Seele von Mero. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mero unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.